Zum Beispiel fangen wir hier an mit dem, was ist das, der Werkzeugkasten? Der Werkzeugkasten. Seems like Chloe's dad always has a project around the house. Immer beschäftigt. Ach, das alte Handtuch. I guess Chloe never really grew out of wanting to be a pirate. Chloe's mom bought me a toothbrush because I spend the night here so often. Well, I used to. Stimmt. Kennt Max Eltern gar nicht, oder? Ja, hatten wir schon mal gesehen. Also ich meine jetzt auch im ersten Teil. Ich glaube nämlich nicht. It's not my favorite place in the house, but the things inside this cabinet haven't changed very much over the years. Makeup is great for acting in Halloween costumes. Any other time, I just don't get it. Lose Strebe. I slipped and broke this post a few years ago. But Chloe insisted on taking all the blame. Even after she got grounded, she never squealed. What a friend. Sehr loyal auf jeden Fall. Bild von Arcadia Bay. I can't believe I won't be able to call Arcadia Bay home much longer. Tja, irgendwann kehrst du wieder zurück, junge Max. I don't think I've ever actually seen anyone reading these books. Tja, meistens sammeln sich über Jahre hinweg Bücher an, die stellt man dann sein Regal und das war's dann. Irgendwie erinnert mich gerade das Fenster, jetzt wo wir auch gerade Max spielen, an den ersten Teil, in dem wir, den man, wenn man das erste Mal hier, glaube ich, hier wieder hier ist, den Vogel retten kann, der gegen das Fenster flog. Gegen das Fenster flog. Dann konnte man die Zeit zurückdrehen, um den Vogel zu retten. Nikotin-Kaugummi? Chloe's Mom is trying to quit smoking. Ich glaube, das hat sie dann nicht geschafft, weil ihr Vater doch dann gestorben ist. Siegerquid Kaugummi. Übernehmen Sie wieder die Kontrolle. Nikotin Kaugummi. 12 Streifen. Nikotin Kaugummi. Sie Rückseite für Gesundheitswarnungen. Ach Gott, das sind noch jung und sie ist gerade schwanger mit Chloe. Da. San Francisco Holidays with William and Chloe. No other diner could even come close. It's so sweet that Chloe's mom takes this photo with her to work. Das ist echt süß. Okay. Ah! Weiß ich wo zuerst. Geh mal so hier. I don't think I could ever handle a real life murder investigation. Tall Bridge and all over Sharp Mystery, you'll pay with your life. Keine gute Bezahlungsart. Wenn es nichts mehr, dass man über die Brücke möchte. I always like to imagine I could open that wardrobe and step into another world. Heute nicht. So, gehen wir hier weiter. Computer. Is that an email from the principal at Blackwell? Chloe did act a little strange when I asked her about school earlier. The principal at Blackwell wants to meet with Chloe's parents. I wonder what about. William Price, Joyce Price von Ray Wells, Termin diese Woche. Hallo Mr. und Mrs. Price, ich möchte damit beginnen zu sagen, dass wir uns freuen, Chloe in Blackwell zu haben. Bitte seien Sie versichert, dass Ihr Stipendium zu diesem Zeitpunkt nicht in Gefahr ist. Allerdings scheint es, als habe Chloe Probleme damit, sich an ihre neue Umgebung mit größeren Herausforderungen zu gewöhnen. Ich schreibe Ihnen, damit wir einen Termin vereinbaren können, uns über einen Vorfall in der letzten Woche zu unterhalten. Ich mache mir Sorgen um Chloes Verhalten und würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, um es so schnell wie möglich zu korrigieren. Ich bin mir sicher, Ihnen liegt genauso viel an Chloes Erfolg hier wie uns. Die Zukunft braucht Exzellenz. Mit freundlichen Grüßen, Ray Wells. Tja, noch schreibt er so über sie. Did Chloe get into a fight? She never gets in trouble. I'm glad her dad stood up for her. Okay, krass. Rede mir diese Woche an Ray Wells. Ray.
Entschuldigung. Chloe war nicht die einzige Schülerin, die sich an diesem Tag falsch verhalten hat. Und wenn Sie mich fragen, ist Marisa Rogers nicht das Opfer, sondern diejenige, die sich das Mobbing schuldig gemacht hat. Vielleicht wäre ihre Schule eine Umgebung mit weniger großen Herausforderungen für ihre Schüler, wenn beide Seiten angehört würden, bevor jemand die Schuld zugeschoben wird. Kümmern Sie sich um Ihre Schule, ich kümmere mich um meine Tochter, William Price. Betreff Nachricht für dich auf dem Anrufbeantworter. Diese Art Leute sind der Grund, warum ich Chloe nicht in Blackwell haben wollte. Wir klären das, versprochen. Ich liebe dich auch. Ich hatte vergessen, es zu erwähnen. Mrs. Rogers rief an, während wir gestern weg waren, und hinterließ eine Nachricht. Sie ist noch auf dem Anrufbeantworter. Besser bitte vorsichtig, wenn du sie dir anhörst. Ich möchte nicht, dass Chloe es mit anhört. Wir müssen herausfinden, was wir jetzt machen. Ich weiß, der Direktor sagt, ihr Stipendium ist nicht in Gefahr, aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Ich liebe dich. Oh, wei. Sometimes I really wish I had siblings. Echt? Die Frage ist auch, ob das auch dazu beigetragen hat, dass Chloe so geworden ist, wie sie geworden ist. Aaron an Aaron Price von William Price. Danke für den Hochdruckreiniger. Hi Aaron, ich habe heute endlich deinen Hochdruckreiniger ausprobiert und wollte nur nochmal Danke sagen, dass du ihn mir leist. Er wirkt Wunder. Er ist zwar nicht unser Traum. Es ist zwar nicht unser Traum, aber jetzt kann ich es immerhin die richtige Farbe haben. Hä? Aber jetzt kann es immerhin direkt. Doch, nee, passt. Falls du nächstes Wochenende vorbeikommen möchtest, um mir zu helfen, ist ein kaltes Bier für dich drin. Ruf mich an. Ich hoffe, auf der Arbeit läuft alles gut. Sag Linda, hallo von mir. William, vermutlich der Bruder. Okay, dann müssen wir vielleicht mal runter zum Anrufbeantworter sneaken. Chloe hasn't mentioned a trip. Maybe it's supposed to be a surprise. Oh, so cool. Name Price William Portland nach Phoenix, Reiseklasse E, Sitz 15C, vom 22.04. bis Abflug. Ach nee, das ist der Abflug. 22.04.14.25. Chloe is such a nature nerd. I bet she's gonna love it. Besuchen Sie den Grand Canyon. Fahrrad- und Jeep-Touren täglich verfügbar. 277 Meilen Schönheit. Nice. Okay. Und das ist awesome, that Chloe's mom wants to teach kids. She'd be really good at it. Das Zertifizierungsprogramm des Arcadia College für Frühpädagogik. Machen Sie den ersten Schritt, seien Sie der erste Schritt. Frühpädagogik ist der erste Schritt zum lebenslangen Lernen. Abendunterricht verfügbar. Wenn es das ist, was du tun willst, organisieren wir es irgendwie. Ah nein, und das ist natürlich nie geschehen, weil William irgendwann stirbt. Ich glaube sogar kurz danach, vermute ich mal. Doch, es müsste vom Alter her passen. Weil William stirbt und ihre Mutter dann keine Zeit dafür hatte, noch so ein extra Programm zu machen. Ach, schade. Ich voll traurig, was man hier jetzt noch so erfährt. Most strikes? How can that be so cool and so dorky at the same time? William Price, the Bay Bowler. 2002, die meisten Strikes. Er kann anscheinend bowlen, der gute Kerl. So, kann ich jetzt noch nach unten sneaken? Gotta find that amulet before I meet Chloe out back. Nee. Gut, dann sneaken wir nicht nach unten. Ich glaube, ich habe alles jetzt, den Bereich zumindest. Ich war hier überall, jo. Ich glaube, jetzt kann ich wahrscheinlich nicht zurück. The entrance to the dark cavern is in there. Bluebeard's chosen hiding place for the mysterious amulet. Na dann, betreten wir die dunkle Höhle. There it is, the dark cavern. Crap. I can't get into the attic if I can't even reach the door. I need to find something to stand on. I'm sure I can find something around here to boost me up. Okay, die Idee war gut, aber Max' Arme waren zu kurz. Maybe this will make me tall enough to reach. Der schaut irgendwie zu klein aus, aber gut. Es wird mir angeboten, nehme ich das mal. Aber es fühlt sich trotzdem zu klein an. Das reicht doch nie und nimmer. So groß ist Max dann auch nicht. Reicht das? Reicht das? Nein, das reicht doch nie. It's a start. I
gotta find something I can stack on top of it. Ist darauf noch was stapeln? Okay. Nein, Werkzeugkasten nicht. Irgendwas. Natürlich, die Zahnputzbecher. Klar. Das könnte ich nehmen. Gibt es hier noch was anderes zu nehmen? Senden? Nein. Ne, dann das hier. This won't be big enough for me to reach, but maybe I can stack things on top of it. Gut, nehmen wir das mit. Almost there. I just need a few more inches. Okay. Schaut sehr wackelig aus. Was können wir denn noch nehmen? Steht hier irgendwas rum? Vielleicht irgendwas übersehen? Nein. Ich Papier nehmen. If I stack a bunch of books on the stool, I could probably reach the attic. Du liest doch sowieso keiner, also, ne? Das sollte fast reichen, auch wenn die Konstruktion sehr wackelig ausschaut. Ja, klettern. Oh Gott, Max. Don't do this at home. Aber sie hat es geschafft. Die erste Spinne. Awesome. Man, there is a ton of stuff up here. How will I ever... There it is. Of course, Chloe hid the amulet in the hardest place to get to. I need to find a way through. The amulet looks kind of cool from the side. Lass mal ein Foto machen. Aha, dies von Chloe und Max, das Amulett holen. Ach, das ist jetzt im Prinzip mein Tagebuch. Und dazu ein Foto. Ah, okay, das ist so cool. Sammlung. Ach, okay. Ach so, Moment, das ist jetzt aber nur hier. Was ich alles jetzt gesehen habe in der Zeit. Das ist irgendwie süß gemacht. Okay. Gott, die Stimmung hier gerade voll creepy. Zelle. No Sharpie Boob Jobs. Disappointing. Ja. Three till. Wow, okay. Das hätte ich auch noch hingekriegt. So, keine Krippe. Her parents couldn't part with this. I guess I see where Chloe gets. Das dachte ich mir auch gerade. Tja, ne? Sie stand. Ist halt doch die Tochter ihrer Eltern, ne? Ich weiß. Sollte immer so sein. It took this thing like 100 years to rewind the land before time. Warte mal, was? I remember it took this thing like 100 years to rewind the land before time. Achso, jetzt da. Land für unsere Zeit. Hä? Gott, man sieht hier kaum was. I can't get through with this chair here. Na dann schieben. I think I can squeeze through now. Okay, dann linke Maus ist der, um dich durchzuquetschen. Okay.
Gott, das ist schrecklich ein Dachböden. Man stellt es einfach mal irgendwo hin und hofft, dass es dann irgendwie passt. Spätestens, wenn man aber dann was braucht, dann hat man das Problem, dass man nirgendwo hinkommt. Was ist das? Oh, na, wie heißt's? Schallplattenspieler. Not a single country record. These must belong to Chloe's mom. Stimmt, der Vater steht ja auf Country Music. Okay, du kannst. Ah ne, du kannst dich nicht aufstellen. Was ist das? Ein Aquarium? I Terrarium? remember this. Chloe refused to get another goldfish after she had to flush Calico Jack. Oh. So, eine Weihnachtskiste. That's full of decorations Chloe made when she was 5. She thinks they're embarrassing, but I think they're cute. Das ist echt süß. Mit 5. Hä? Das ist noch das Möbelstück hier. It's a good thing I'm big and burly. Otherwise moving this furniture would be kinda difficult. Gefühl, das Fahrrad. Das Gefühl war gerade ein bisschen Ironie. Was ist denn mit dem I eigentlich? need to move that cooler, but this desk is in the way. Achso, schiebe A, dann schiebe B. Okay, ziehe. Au, au. Crap. Das ist irgendwie nicht besser als vorher. I need to move that desk, but this dresser is in the way. Irgendwie ist alles im Weg. Schieben, Kommode, ziehen. Closer. Okay. Komme ich da jetzt durch? Nee. Ah, nein. Ich schiebe es jetzt in die Ecke, um dann den Kühler zu bewegen. Es gibt hier ein Schieberätsel, ne? Also, denkt man doch, ach, das ist so eine kleine Bonus-Episode, das wird wahrscheinlich nicht lang dauern. Muss man ja das Schieberätsel hier lösen. Gut, das ist jetzt nicht schwierig, aber. Trotzdem irgendwie cool. Na, nochmal? So, komme ich jetzt durch? Anscheinend ja. Okay. Ach, das schaffst du jetzt bis ganz ins Eck zu schieben, aber das mit dem der Kommode ist, also den Schreibtisch hast du nicht mit hinbekommen. Achso, zwängen. Nächster Abschnitt. Aha. Das Amulett. Finally. Sonst noch irgendwas? Ist hier doch eine Falle? Spinnen, Mäuse. Lass mal ansehen. A fitting reward for a journey full of treasures. Stimmt. Ganz viel Heimtücke. So, dann nehmen wir das doch mal. Got you. This thing is cool, I guess. I wish I could remember how it works. Nothing can stop the mighty Bluebeard. Chloe Price, my best friend. It's so weird being back in this attic after so long. I remember being terrified of this place. I think when you're a kid, you're only afraid of things that can hurt you. But when you get older, you become more afraid of hurting the people you care about. And spiders. Da hat sie vermutlich recht. I have you now, Skellywag. Man,
I'm gonna miss her. Bleibt eigentlich nur die Frage, warum sie nie angerufen hat oder versucht hat zu besuchen. Dass auch so gute Freundinnen waren. Hallo? Are you just watching me up there, Creeper? I'm just getting some light. This cavern is even darker than I remembered. Did you conquer your fears? You could say that. Awesome. Now get your ass down here. We have treasure to find. On my way.